Okay, also schauen Sie uns eure Gerichte. Gerüchte an! Holy shit! Das ist das, wo es anfängt bei mir. Und dann gehen wir mal durch. Also, wir müssen ja nicht alles durchlesen, ja? Hugo sagt, du wäschst dir nie die Hände. Stimmt das? Ich glaube, Hugo hat da einiges ganz falsch verstanden. Ich wasche mir überdurchschnittlich viel die Hände. Bis zu dem Punkt, dass ich meine Hände eincremen muss, weil sie so trocken sind, dass ich sonst Probleme bekommen würde, weil meine Hände so... Du hattest eine Affäre mit Papa Blatter, habe ich gehört. Safe call. Also zu so Sachen habe ich ganz viel Nachrichten ja bekommen. Mit Affären, die ich mit Leuten hatte und so weiter. Mein Statement dazu. Zu allen von den Fragen, die jetzt noch kommt, okay? Ich habe noch mit keinem einzigen Content Creator jemals gehabt. Jetzt ist das aus dem Raum. Ich sage euch das aus Herzen. Aus meinem Herzen. Und mit no cap. Du bist bisexuell. Das haben auch so viele Leute gefragt. Ja. Das ist true. Dass du hoffentlich auch bald OnlyFund machst. OnlyFund! Nee, ich sammle keine Pfandflaschen, weil auf Madeira gibt es keinen Pfand. Ich finde es hoffentlich in Klammern auch schön, tatsächlich. Angeblich gar nicht 20. Behauptest es nur, weil du nicht so lost wirken willst. LOL, als ob das was ist, was Leute echt... LOL, da habe ich noch nie dran gedacht, dass Leute sowas denken könnten. Nein, ich bin tatsächlich 20. Kann ich euch das jetzt beweisen? Eigentlich irgendwie gar nicht, ne? Ich kann dir meinen Führerschein zeigen. Ich habe meinen Führerschein auf dem Jahrmarkt bekommen. Ha, sie hat gar keinen Führerschein. Ha, welcher Führerschein? Ha, da. Da ist mein Geburtsjahr. 3.7.2000. Du bist kleiner als Kevin. Nein, das ist falsch. Ich habe gehört, Kevin ist 1,50 und ich bin 1,87. Dementsprechend bin ich deutlich größer als Kevin. Wie groß ist Kevin? 1,87? Hä, das klingt ja riesig. Nein, 1,78? Dann bin ich kleiner als Kevin, ja. Vielleicht. Aber nicht mal 10 cm, würde ich sagen. Von daher kann man an der Stelle doch sagen, gleich groß. Dass du deine Mods nicht bezahlst. Nee, doch, meine Mods bekommen alle, je nachdem, wie lange sie schon im Team sind, zwischen 3.000 Euro netto und für die langen Mods 7.000 Euro netto. Ja, du bist schwanger. Nein, ich habe einfach nur viel Burritos gegessen. Hab mal von einem Kollegen gehört, mit dem du mal was hattest, dass du relativ laut bist. Okay, Fabian, ich sag so, wie es ist. Ich bezweifle sehr stark, dass ich was mit deinem Kollegen hatte. Weil die Anzahl an Leuten, mit denen ich was hatte, sehr überschaubar ist. Und ich dementsprechend das eher nicht glaube, Fabian. Man munkelt, an die Kuh wäre 63. No! Eine Beziehung mit Anni. Wir wollen sich liegen. Nee, in der Beziehung arbeite ich noch, Freunde. An der Hochzeit in der Beziehung mit Anni bin ich noch am Arbeiten. Maybe soon, mal schauen. Dass du viele Typen hast. I wish. Dass du einen 200-Euro-Stift verloren hast. People love. Was soll ich sagen, Leute? Die Leute aus dem Chat wissen es eh. Also die meisten. Das ist leider true. Shame on me. Ich habe mir einen Stift für 200 Euro gekauft, weil ich den cool fand und mir dachte, fuck it. Und der war richtig schön und ich dachte mir so, das wird der Stift für mein Leben. Müsst ihr den nicht so überall mitnehmen und jeden Vertrag damit unterschreiben und alles. Und ich glaube, nach so einer Woche habe ich ihn nicht mehr gefunden und ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Ey, mit Knossi. Echt, hier haben das mit Knossi auch obviously sau viele Leute geschrieben. Also es wird noch öfter kommen, glaube ich, dass ich irgendwelche Nudes geschickt habe und Knossi und so weiter. Ich verstehe auch, wo das Gerücht herkommt, weil es ist halt auch passiert. Ich wäre auch ein bisschen lost, aber ist nicht true. Dass du Millionärin bist, oh, das wäre auch sehr nice, aber ich verdiene nicht schlecht Geld. Aber ich bin leider keine Millionärin. Pärchen mit Chris. Okay, das haben auch sau viele Leute geschrieben. Obviously. Ist auch not true. Aber Chris ist supi. Dass du teilweise durch TikTok-Clips bekannt wurdest. Ja, hat bestimmt dazu beigetragen. Aber ich glaube nicht, dass es so die Plattform war, die die Banger-Reichweite war. Aber ich glaube doch, einige kommen von TikTok. Du warst mal eine Hure. Always a hoe. The whole lifestyle. Nein, ist not true. Ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte eine bisschen krassere Ho-Phase in meinem Leben gehabt. Ich hatte nie die Chance dazu, ja. Warum? Weil es bestimmt Spaß gemacht hätte. Ich bin auch erst 20, ne, ja. Ich war immer in Beziehungen und probably hätte ich auch keinen Spaß dran, wenn ich ganz ehrlich bin, weil One-Night-Stands sind eigentlich meistens echt nicht cool. Dass du mal was mit Danny hattest. Daniel! Ich war
saß ja mit Danny zusammen im Wandschrank auf sehr engem Raum, aber wir hatten nichts miteinander, um das mal aus dem Raum zu bringen. Wir waren noch tatsächlich zu viert in diesem Wandschrank. Wir waren nicht nur zu zweit in dem Wandschrank. Es waren noch zwei weitere Leute im Wandschrank auf diesen 2 Quadratmetern. Machst du es besser? Du hast einen Freund. Nein. Ich habe tatsächlich gestern mit jemandem darüber gesprochen. Ich fühle mich jetzt nicht einsam oder so. Das ist es nicht, weil ich habe echt viele Freunde und so. Aber mich stört der Gedanke so ein bisschen, dass ich weiß, dass solange ich auf Madeira bin, Dating ziemlich unrealistisch ist. Die Ü50 sind doch nice. Ja, ich lerne halt wirklich mehr Ü50-Leute kennen, als ich halt Leute in meinem Alter kennenlerne. Man muss immer gucken, wie sich Sachen entwickeln, ja. Dass du Onlyfans hast? Ich habe Onlyfans, ja. Aber ich bin kein Creator. Ich bin nur ein Konsument, würde ich nicht mal sagen, weil ich habe nur eine Person abonniert und es war not worth it und ich werde wahrscheinlich keinen zweiten Monat abonnieren. Obwohl ich gerne mal reinschauen würde. Dass du 1,53 groß bist, aber doch 1,70. Also ich habe mich im Stream gemessen. Man ist ja abends 2 Zentimeter kleiner als morgens oder mittags. Und abends, als ich mich gemessen habe und quasi kleiner war, war ich 1,68 oder 1,69. Das heißt, ich denke, dass ich 1,70 bin. Du rauchst regelmäßig und hast schon mal eine Kippenschachtel geleakt auf Tisch. Machen wir mal richtig Klartext, okay? Ihr wisst, dass ich Marihuana konsumiere, relativ regelmäßig. Aktuell nicht. Normalerweise so einmal die Woche ist schon so auf jeden Fall am Start. Nie im Stream oder so. Ich war noch nie in meinem Leben im Stream high oder irgend sowas. Ich bin raus, what the fuck. Es ist nicht legal, es ist entkriminalisiert, ja. Mit Gras habe ich halt gemerkt, dass in einem kontrollierten und in einem nicht zu starken Konsum, im Sinne von nicht alleine, nur mit Freunden, wie so ein Feierabendbier quasi, ich da kein Problem mit habe, ich damit bei meiner Produktivität oder alles andere nicht eingeschränkt wird. Und deswegen easy, ja. Zigaretten rauchen mache ich nicht. Du hast schon mal mit Anni geschlafen und du bist mit Anni zusammen. Ich arbeite dran, Jungs. Nein, Spaß. Nein, ich habe nicht mit Anni geschlafen, wir sind auch nicht mit Anni zusammen. Wir kennen uns nur über Streaming. Mehr ist da auch nicht. Du bist hungriger Hugo? Hä? Nein, bin ich nicht. Deine getragenen Socken auf Kleiderkreisen gefunden. Jetzt ist es raus. Ja, und die Fortnite-Filme, die habe ich auch noch ganz vergessen. Jetzt ist es raus. Ich habe noch ein Zweitbusiness, weil Streaming deckt die Miete nicht so ganz. Wieso fragen so viele Leute was wegen meiner Größe? Du bist 1,70 Meter. Es ist true. Ja, ich bin 1,70. Okay, warte mal. Man ist abends kleiner als morgens. Dann messe ich mich halt einfach mal jetzt. Weil jetzt ist ja morgens. Ich habe es wieder weggelegt. Schade, bin ich wohl 1,70. Ja, wir können uns auf 1,69 einigen von mir aus. Du hast 5 Geschwister. Nein, ich habe 1 Schwester. Stimmt es, dass du dich bei deinen Formaten immer an anderen inspirierst? Ja, ich inspiriere mich gerne an anderen Formaten. Beispielsweise ist jetzt gerade ein Format geplant, wie der eins von den Peets. Ich finde halt, es ist auch sehr, sehr, sehr schwierig, heutzutage noch Formate sich auszudenken, die noch keiner gemacht hat so. Was wir halt gemacht haben, zum Beispiel das letzte Format, was halt wirklich ziemlich komplett von uns war halt dieses Ding, wo Streamer Fragen beantworten und dann müssen wir die Antworten zuteilen, von wem wir denken, dass was ist. Also ich glaube, es gibt schon Sachen, die wir uns selber ausdenken, aber es ist auf jeden Fall auf Dauer, wenn man oft neue Formate bringen will, schwierig. Dado, du bist mit Maxi befreundet. Ich war relativ wenig mit Maxi. Wir waren jetzt heute zusammen joggen, aber sonst sehen wir uns jetzt nicht ultra oft oder so. Dass das mit dem Personal Training eine Lüge ist. Nein, ich hab echt einen Personal Trainer. Seit diese Woche. Und ich bin in 3 Monaten shredded. Try me, bitches. Du verdienst 70.000 im Monat. Nein, ich verdiene keine 70.000 im Monat. Muss ich mich äußern zu, wie viel ich im Monat verdiene? Also, ich bin in der sehr glücklichen Situation in meinem Leben, dass ich 5-stellig im Monat verdiene. Ich weiß, das ist sehr krass. Das ist ein Riesenprivileg. Es variiert von Monat zu Monat, obviously. Aber ich glaube, einen 70.000 im Monat hatte ich noch nicht. Dass du in einer Dreierbeziehung bist mit Unge und Sabine. Wie kommt man auf sowas? Wir arbeiten dran. Ich arbeite dran. Nein, ich bin leider nicht mit diesen wunderschönen, sehr lieben Menschen in einer Beziehung. I wish. Kappa. Nein, ich wäre nicht gern in einer Dreierbeziehung. Hab mal gehört, dass du ein Junge sein sollst. Hast Schwanz. Finde ich sehr interessant, dass doch so viele Leute sowas schreiben. Ich frage mich da, ob das komplett Joke ist oder ob da eventuell Leute wegen meinem Klamottenstyle oder so eventuell so Assumptions machen. Ich würde eigentlich nicht sein, dass ich aussehe wie ein Junge. Aber ich
bin der Meinung, dass alle Klamotten auf diesem Planeten, wenn man will, man sie anziehen kann und das Unisex ist und man das anziehen soll, wie man sich wohlfühlt. Ich trage gerne Oversize-Klamotten und ich trage gerne mal Crop-Tops und ich trage auch gerne mal ganz weite Jogginghose und ich trage auch gerne mal Röcke. Jeder trägt das, wo er Bock drauf hat und manchmal ziehe ich mich an wie ein 7-jähriger Junge. Das ist sehr true. Du willst als Nonne aufgenommen werden, deswegen seit Monaten kein Sex. Actually gehe ich Ende diese Woche in, nächste Woche wahrscheinlich in so ein Nonnental. Aber nur, weil da ein Pool ist für Wellness. Und ich finde es ziemlich frech, dass da drin steht, dass ich seit Monaten keinen Sex hatte. Ihr wisst nichts über mein privates Sexleben. Okay, doch wisst ihr, weil ich euch davon erzählt habe. Aber was ist, wenn ich die letzten Wochen mich mit ihm getroffen habe? Man weiß es ja nicht. Just kind of under the dark. Ein bisschen. Oh Gott, es sind so viele Fragen wegen Sex und dass ich klein bin. Die Top 2 Themen sind, stehst du auf Frauen, hat es was mit dem und dass ich klein bin. Check, jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, wenn ich mich jetzt so hier hinstelle, ich sehe ja nicht klein aus. Ich finde, ich sehe pretty averagely groß aus. Ich sehe aus wie jemand, der 1,70 ist. Ich habe mal gehört, dass du dich mit Papa Blonde getroffen hast und euch geküsst habt, lol. Der hat es so formuliert, wie als wäre das so ein Grundschulgeheimnis. Hast du gehört, dass sich Antonia und Kevin aus der 3B geküsst haben? Die haben sich getroffen und sich geküsst. Nein, ich habe mich mit Kevin auch noch nie getroffen. Doch, wir haben uns schon mal gesehen. Da hatten wir noch gar keinen Kontakt miteinander. Da haben wir uns auf einer Party gesehen. Aber da habe ich nicht wirklich mit Kevin geredet, sondern mit Cindy eher damals. Ich kann ihn da auch noch gar nicht so. Das war, ist, glaube ich, schon 2 Jahre her. Das Flirten mit Annie ist real und nicht nur ist Spaß. Real Talk, ich sehe euch zusammen. Okay, also, Annie und ich, das ist obviously, ist es nichts, was so ernst ist oder so. Ich mag Annie gerne. Sind wir auch ganz ehrlich, Annie ist auch. Ist attraktiv. Annie hat gesagt, du meinst es ernst? Ach so! Ja, es ist auch ernst. Wir werden heiraten. Nein, aber was ich machen werde, falls ich mal bei Annie irgendwo in der Nähe bin, dann werde ich Annie auf jeden Fall auf einen Kaffee einladen. Definitiv. Dass du einen IQ über 130 hast. Actually, ich habe einmal einen richtigen IQ-Test gemacht und der ist gut ausgegangen. Ich habe keinen überdurchschnittlichen IQ, ich habe auch keinen unterdurchschnittlichen IQ. Ich habe einen normalen IQ. Dass du Sachen machst, nur um in die Highlights zu kommen. Ah, okay, interesting. Das ist actually eine Assumption über ganz viele Streamer. Da haben wir ja mit Rezo letztens drüber gesprochen. Rezo meinte damals auch so, ja, er hätte auch gedacht, dass Streamer halt das so spielen, dass die alle voll lost sind und auch so ein bisschen dumm und es halt mit Absicht machen oder so. Aber in den meisten Fällen, wenn du einfach 8 Stunden am Tag live bist, man sagt einfach dumme Sachen. Jeder von euch, der 8 oder 9 Stunden am Tag mit Freunden chillt, da sind immer irgendwelche Momente, wo eure Freunde sagen würden so, ja, das war jetzt irgendwie dumm. Oder wenn irgendjemand was filmen würde von euch, dann wäre die auch so, ja, das ist jetzt peinlich, ist jetzt dumm. Und ich finde es halt auch nicht schlimm, weil ich bin ganz ehrlich, Streaming gehört, also es gehört ja auch zu Streaming dazu. Es ist ja auch Teil des Contents. Es ist ja auch lustig. So, niemand von euch kommt jetzt hierher, um, keine Ahnung, mit mir über Quantenphysik zu reden. Man soll ja hier auch abschalten können, zusammen lachen können und so. Und es gehört ja auch zur Unterhaltung dazu. Wenn ich streame, dann sage ich Sachen direkt. Also ich denke keine 5 Sekunden drüber nach. Ich sage Sachen direkt, ohne ein zweites Mal drüber nachzudenken. Der zählt doch nicht. So entstehen halt so Clips und so. Aber das gehört zu Streaming dazu und ich finde es funny. Du wohnst in Aschaffenburg. Nicht mehr, aber aus irgendeinem Grund sind jedes Mal wieder Leute überrascht darüber, wenn ich sage, dass ich aus Aschaffenburg komme. Inzwischen lebe ich auf Madeira, aber ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg. Hab noch keine gehört, bist clean. Ja, ich glaube, damit können wir es enden. Alright, was lernen wir aus dem ganzen Chat? Das Girl ist clean von Gerüchten oder halbwegs. Die einzigen, die es gibt, sind, dass ich mit allen möglichen Leuten, mit denen ich jemals Content gemacht habe, geschlafen habe, dass ich klein bin. Und Bieben. Das sind die 3 wichtigsten Sachen, die Leute bei mir hinterfragen. Das ist in Ordnung. Und dass ich reich bin. Ja, das war auch noch einmal drin.